Wir sind jetzt schon im 10. Gang. Also man muss sich natürlich auf so eine Technik auch einlassen. Und das Schöne ist, du hast hier ja trotzdem die Daumenschalter, also einmal zum Hochschalten und auch zum Runterschalten. Ja, die Hinterbaufederung ist in diesem Fall auch aus dem Hause RockShox. Und das macht das Ganze auch sehr besonders. Das gibt es so am Markt noch gar nicht. Die sorgt einfach dafür, dass du einen viel besseren Schwerpunkt hast als beim Rad mit einer Kettenschaltung. Ja, hier am MTB-Schlagzeug. Genau, das klingt gut. Vielleicht ist der Schlauch los, ich weiß es nicht. Sieht aber nicht so aus. Geht aber garantiert. Aber das soll gar nicht das Hauptthema sein. Ich würde behaupten, eins der beliebtesten oder gefragtesten EMTBs am Markt. Aber vielleicht wird es auch genauso doll gehasst. Ich weiß es nicht. Wir klären das mal in diesem Video. Und hier ein weiteres Video mit Nils Hogendorn. Moin erstmal. Ja, soll ich sagen, ich habe das Repcon P-Max Pinion hier und ich kann eins schon mal vorwegnehmen und das ist der Preis, weil dieses Fahrrad, wenn man es denn überhaupt Fahrrad nennen darf, hat einen Einstiegspreis von 9.999 Euro in der einfachsten Ausstattung. Ich sage ja immer, alles, was unter 10 ist, ist okay. So, und wie sollte es anders sein? Ich bin auf YouTube garantiert nicht der Erste, der dieses Rad vorstellt. Und ich habe mir natürlich auch das ein oder andere Video angeguckt von diesem Fahrrad. Oder ich sage ja, wenn man es überhaupt Fahrrad nennen kann. Das ist ein EMTB, zudem noch ein Fully. Und es gab die ein oder andere Vorstellung. Das Highlight an diesem Rad, das ist die Pinion MGU. Kommen wir nachher auch nochmal drauf. Aber wenn ich mir die Kommentare durchgelesen habe, dann habe ich auch immer gesehen, so, es wurde sich auch ganz schön oft über den Preis unterhalten. Und natürlich, 9.999 Euro, das ist schon eine Ansage. Es gibt aber von Simplon auch andere Räder, wie hier zum Beispiel das Modell Steamer. Und da kannst du jetzt einen Schnapper machen. Wir haben das immer noch vorrätig und das haben wir für 5.207 Euro statt 6.509 Euro. Also von daher, das muss ja nicht immer 10.000 Euro sein und somit gibt es für jeden Geschmack, für jeden Einsatzzweck das richtige Rad. Und ich freue mich ja immer über Kommentare, aber weil wir das Thema mit dem Preis ja jetzt schon geklärt haben, möchte ich keine Kommentare über den Preis lesen. Das musst du nicht verhindern können. Aber alle anderen Fragen zu diesem Rad dürfen natürlich gerne gestellt werden und die können wir dann beim nächsten Mal auch aufgreifen. Wir haben ja schon ein Fahrrad vorgestellt aus dem Hause Simplon mit dem Pinion MGU Antriebssystem. Da wurde gesagt, Mensch, fahrt doch mal mit dem Fahrrad, zeig doch mal, wie der Motor klingt, wie sich das überhaupt verhält. Und ich habe mich natürlich auch ein klein wenig beschäftigt nach dem Video, also noch mehr beschäftigt mit dem Rad. Und ich habe gelesen, gerade wenn dieses Rad neu ist, wenn dieses Antriebskonzept neu ist, die ganzen Zahnräder und dieser ganze Motor, der muss auch ein klein wenig eingefahren werden bzw. sich einlaufen und wird auch mit der Zeit wohl ruhiger. Ich bin natürlich in der Zwischenzeit noch keine 2000 Kilometer mit so einem Antriebssystem gefahren, aber wir haben das Rad als Testrad im Laden, sodass wir einfach mal fahren können und auch eine Probefahrt machen können. Darum macht es auf jeden Fall Sinn, den Kanal zu abonnieren, weil das Video wird kommen, wo wir eine Fahrprobe bzw. Geräuschprobe machen. Und meine Wahrnehmung, das kann ich auch schon mal vorweggreifen, als ich das erste Mal ein Rad mit Pinion MGU gefahren habe, da war ich schon der Meinung, es ist relativ laut. Wenn ich jetzt da drauf fahre, dann finde ich, es ist ein normales Motorengeräusch und ich habe sogar das Gefühl, es ist leiser geworden. Wie du das dann wahrnimmst, wie das ist, da ist mein Tipp, wirklich Probefahrt machen, ausprobieren und einfach mal hören, wie es klingt. Und gucken, wie es sich anfühlt. Und falls du jetzt denkst, so ja, wo der sagt, Fahrrad ausprobieren, Probe fahren und so weiter, wo kann ich das denn überhaupt? Dann habe ich da natürlich auch eine Empfehlung für dich und einen Tipp. Zweirad Hogendorn am Esch 2 in 26349 Jaderberg.
Da kannst du hinkommen, da sind sämtliche Modelle aus dem Hause Simplon verfügbar, auch zur Probefahrt bereit. Und das Besondere ist wirklich, vor der Probefahrt wirst du einmal ausgemessen. Da machen wir ein 3D 360 Grad Bodyscanning. Danach gehen wir ein paar Fragen durch, sodass du hinterher wirklich ein Fahrrad bekommst, das perfekt auf deine Körpermaße eingestellt ist und das auch zu deinem Einsatzzweck passt. Weil wir sind ja in Norddeutschland. Ob man da so ein Fahrrad braucht, kann man sich drüber streiten. Aber cool ist es allemal. Also ganz einfach unter www.hogendorn.de Terminseite aufrufen, Wunschdatum, Wunschuhrzeit aussuchen. Dann kommst du her, kriegst einen Kaffee oder irgendwas anderes. Und Genau, wirst ausgemessen und ja, dann machst du Probefahrt und im besten Fall sagst du, jo, perfekt, das Rad ist genau das, was ich mir vorgestellt habe. Wir sagen, jo, passt perfekt zu deinem Einsatzzweck und dann hast du schon ein neues Fahrrad. So einfach ist das. Fahrradleasing, Finanzierung, Barkauf, alles ist möglich. Also, wir sehen uns. Nur mal angenommen, du sagst jetzt, alles klar, das Rad finde ich super cool. Und du packst dieses Rad ins Fahrradleasing, dann sparst du im Vergleich zum normalen Kauf halt bis zu 30%. Also wie viel genau, kann ich nicht sagen, aber auf den entsprechenden Webseiten vom Leasing, dort gibt es Leasingrechner, da kannst du deine Gehaltsklasse eingeben, da kannst du alles Mögliche einstellen und dann hast du schon mal eine Beispielrechnung. Mein Tipp ist da einfach, rechne einfach etwas höher, dann bist du hinterher nicht enttäuscht, wenn es dann doch 2-3 Euro mehr sind. Das ist das größte Display und das nennt sich trotzdem Basic Remote Comfort. Gut. Ist natürlich auch ein spannender Hinweis, dass dieses Display zu demontieren ist, weil die Frage kommt immer mal. So, und siehst du, das funktioniert. So, ich setze es mal wieder drauf. Hier siehst du das Comfort-Display. Das ist das größte Display, was wir momentan zur Verfügung haben. Wir können auch mal kurz so ein bisschen durch das Menü. Ja, nennt man das Swipen? Wahrscheinlich. Sliden. Sliden oder Swipen. Ja, sliden. Genau, und da siehst du auch, du kannst dieses ganze Display mit deinem Smartphone verbinden. Also letztlich ist es auch smart. Und dann siehst du hier auf der linken Seite vom Fahrrad die Basic Remote, womit du das ganze Display bedienen kannst. Und ein Vorteil, den ich da wirklich sehe, du hast hier so einen Joystick. Du kannst damit wirklich das ganze Display steuern, ohne dass du den Lenker während der Fahrt loslassen musst. Wie es sein soll, wir lassen das mal auf automatisch, weil dann hat er einen Lichtsensor und dann regelt das Display das von selbst. Was ich aber auch noch viel interessanter finde, das ist dieses Vibrationsfeedback. Und immer wenn ich jetzt irgendeine Taste drücke, dann merke ich das am Lenker. Ah. Vielleicht hört man das auch. Ich gehe mal ein bisschen dichter mit meinem Mikrofon dran. Schalterbelegung, Standard oder auch nicht. Und auch Smart Shift ist einstellbar. Das heißt, du kannst den Startgang einstellen und du kannst auch die Trittfrequenz wählen, wann die Schaltung schalten soll bzw. runterschalten soll. Trittfrequenz bedeutet ja immer, die gleichmäßige Trittfrequenz zu fahren und dass das Rad quasi automatisch schaltet. Schaltet automatisch hoch, schaltet aber auch automatisch runter. So, jetzt habe ich tatsächlich mal Probefahrt gemacht, weil das mit der Smart Shift, das hat mich dann doch sehr interessiert. Also ich habe es bis jetzt immer nur mit manuellem Schalten gefahren und jetzt habe ich mal die Smart Shift aktiviert auf Trittfrequenz. Und das muss ich sagen, das stelle ich mir sehr komfortabel vor, weil Smart Shift bedeutet ja auch Smart Shift. Also es muss halt von selbst schalten können und das tut das Rad auch. Ich habe ja gerade eben in den Einstellungen probiert, Anfahrgang zu aktivieren und Trittfrequenz. Das geht nicht, weil es macht ja auch gar keinen Sinn. Weil wenn er nach Trittfrequenz arbeitet, dann merkt das Rad ja automatisch, wenn ich nicht mehr trete. Und dementsprechend schaltet er auch zurück in den Anfahrgang, wenn der fünfte Gang mein Anfahrgang war. Ich kann hier wahrscheinlich auch den vierten Gang einstellen, dann schaltet es automatisch wieder in den vierten oder halt in den ersten. Das könnte ich jetzt nochmal ausprobieren, das mache ich auch. Da bin ich jetzt nämlich zu neugierig.
Also es schaltet von selbst. Wir gucken jetzt einfach mal. Jetzt geht es natürlich auch nach Geschwindigkeit. Aber was ich hier zum Beispiel interessant finde, ist ja, wenn wir jetzt mal die Rohlauf vergleichen, da können wir einen Anfahrgang einstellen, zum Beispiel den vierten Gang. Und sobald wir anhalten, schaltet die Rohlauf in den vierten Gang zurück. Und hier ist es so, wenn ich jetzt mal wieder beschleunige, dann schaltet das Rad automatisch hoch. Und wir sind jetzt schon im zehnten Gang. So, und jetzt sind wir auch im 11. und 12. Theoretisch fahren wir 32 km/h. So, die Geschwindigkeit wird langsamer. Gucken gleich mal, was passiert. So, jetzt sind wir im 11. 10. Und jetzt beschleunige ich wieder. Und das Rad schaltet automatisch wieder hoch in den 12. Das überzeugt mich schon, wenn ich das sehe. Ja, Smart Shift, also es schaltet von selbst, ist vollautomatisch und das bei so einem sportlichen Rad, das finde ich schon sehr interessant. Also man muss sich natürlich auf so eine Technik auch einlassen. Und ich glaube, da draußen gibt es auch ganz viele Fahrer, die sagen, nee, das Schalten, das übernehme ich selbst. Das wäre ja wohl noch schöner, wenn das Rad das alles selbst macht. Mag so sein, kann sein, aber ich glaube, hier muss man sich mal drauf einlassen, das muss man mal erfahren. Ich glaube, das macht richtig viel Spaß. Gerade wenn es bergauf geht, bergab, also viel so im Wechsel unterwegs oder so, dafür ist es wirklich ideal. Ne? Oder wenn man mal kräftig tritt, dann wieder weniger, brauchst du halt einfach keine Gedanken machen und kannst immer den Lenker ja, stramm in der Hand halten. Das finde ich interessant. Es schaltet und schaltet und schaltet, aber das macht nichts, das soll ja so sein. Es ist ein Automatikmodus, ist aktiviert und ich habe das gerade trotzdem nochmal ausprobiert. Also Automatik ist ja nicht so wie beim Auto. Wenn du eine Automatik kaufst, dann hast du auch nur Automatik. Na, beim Auto fehlt ja dann das Kupplungspedal. Hier ist ja immer noch ein Schalthebel verbaut. Ich weiß nicht, ob wir den gerade eben schon gezeigt haben. Sonst zeigen wir den jetzt nochmal. Genau, und dann siehst du hier... Komm, da gehen wir ein bisschen näher ran, da sieht man das auch, ne? Genau. Hier ist ja auch für die Leute, die kennen das ja gar nicht aus dem MTB-Bereich hier. Ja. So. Und das Schöne ist, du hast hier ja trotzdem die Daumenschalter, also einmal zum Hochschalten und auch zum Runterschalten. Die Schalterbelegung kannst du auch einstellen. Du kannst natürlich auch, wenn du im Automatikmodus unterwegs bist, dann kannst du natürlich auch manuell schalten. Und das finde ich, da sind wir dann so weit, dass wir sagen können, ja, das ist tipptopp, das ist eine astreine Geschichte. Ich bekomme auch immer mehr Lust, mit diesem Rad auf Tour zu gehen. Also manche Dinge habe ich vor dem Videodreh halt nicht ausprobiert. Das siehst du jetzt gerade in diesem Video. Darum siehst du auch meine Begeisterung. Das war mal so ein Einblick in das Komfortdisplay, in die Basic Remote und auch in den Schalthebel von der Pinion MGU Smart Shift. Ja, und jetzt können wir eigentlich weitermachen. So, dann siehst du hier einen Lupine SLX Scheinwerfer. Mit Fernlichtfunktion. Licht einschalten kannst du über die Basic Remote vom E-Antriebssystem und dann hast du auf der rechten Seite noch einmal Fernlicht-Abblendlichtschalter. Wir haben auch diesen Scheinwerfer in unserem großen Scheinwerfertest gehabt. Da gibt es ein super cooles Video. Auch das hat eine sehr, sehr große Beliebtheit, das Video. Der Scheinwerfer, der Lupine-Scheinwerfer, schneidet in dem Video nicht ganz so gut ab. Ich wäre bereit, nochmal ein Video nachzulegen, wo wir nur über den Lupine sprechen, wie wir den noch ein klein wenig anders einstellen oder auch richtig einstellen. Uns wurde gesagt, wir hätten ihn nicht richtig eingestellt. Weiß ich nicht, können wir aber gerne nochmal ausprobieren. Also wenn du das möchtest, dann schreib das mal in die Kommentare, dann können wir das auch machen. Ja, aber wie gesagt, hier ist er dran. Der macht schon Wahnsinnslicht, ne? Auch wenn er in unserem Test nicht so gut abgeschnitten hat. Aber er hat schon wirklich, wirklich eine sehr, sehr gute Auswahl, auch mit Fernlicht. Das ist schon wirklich, wirklich gigantisch, was da rauskommt. Aber es gibt halt Scheinwerfer, die haben ein anderes Lichtbild. Das kann man dazu sagen. Das Rücklicht, was du hier siehst, das ist aus dem Hause Busch und Müller. Das ist akkubetrieben. Wird hier über den Schalter ganz einfach eingeschaltet. Und ja, ist mit einem
Haltegummi befestigt. Kannst du halt ganz einfach abnehmen, auch wieder dran machen und über USB aufladen. Schönes kleines Rücklicht, finde ich aber allerdings ein bisschen schade, dass wir hier einmal einen Scheinwerfer haben, der übers E-Antriebssystem bespeist wird. Und das Rücklicht, das ist leider ohne Stromzufuhr, ist vielleicht montagefreundlich für die Simplon-Leute. Aber ich finde gerade, wenn du so ein Rad zu Hause hast und es hat vorne eine feste Beleuchtung verbaut, warum dann nicht hinten auch? Hätte ich mir persönlich gewünscht, kann man garantiert auch machen, ist relativ aufwendig. Ja, hier wurde es jetzt so gelöst mit dem Rücklicht aus dem Hause Busch und Müller, unsere Freunde aus meiner Tagen, kann man auch mal sagen. Gibt es hier ein Video auf diesem Kanal, da haben wir mal eine Werksführung bei Busch und Müller mitgemacht und haben das Ganze ja, filmerisch begleitet, videografisch begleitet. Und dann können wir uns einmal die Federgabel anschauen. Hier haben wir eine Federgabel aus dem Hause RockShox, Modell Sepp mit 170 mm Federweg. Ja, was soll ich dazu sagen? Die Federgabel ist natürlich komplett einstellbar hier über die Verstellrädchen, sodass du es halt perfekt auf dein ja, gewünschtes Fahrverhalten oder auch auf dein Körpergewicht einstellen kannst. Ist natürlich eine Federgabel mit Luftkammer und für maximale Stabilität sorgt dann auch hier die 15 mm Schnellspann-Steckachse. Dadurch ist das Rad einmal beim Bremsen besonders verwindungssteif, aber auch sonst sorgt das Ganze natürlich für Stabilität. Ja, die Hinterbaufederung ist in diesem Fall auch aus dem Hause RockShox. Das ist das Modell Super Deluxe und natürlich auch mit einer Luftkammer. Und auch hier ist wieder alles Mögliche einstellbar, sodass das Fahrwerk halt perfekt abstimmen kannst und somit maximale Bodenhaftung bekommst. Dann schauen wir uns mal die Bremse an. Hier siehst du eine 220 mm große Bremsscheibe, also auch das ist für eine ordentliche Bergabfahrt gemacht. Dann kombiniert vorne mit einem Vierkolben Bremssattel, Bremse aus dem Hause Magura Modell MT7. Das gleiche haben wir auch hinten, allerdings nur mit einer 203 mm großen Bremsscheibe, aber auch wieder dem Vierkolben-Bremssattel. Also man kann ganz normal aufschließen und dann drückt man auf den Schlüssel, das ist bei dem Pinion-System oder Fit-System, wie auch immer, schon cool gelöst. Kann man den Akku nämlich so entnehmen und hier steht 1000 drauf. Ich sag mal, wo 1000 draufsteht, muss auch 1000 drin sein. Sollte man meinen, ne? Genau, stimmt aber nicht ganz. Das ist jetzt hier der 960 Wattstunden Akku. Es gibt auch noch einen Range Extender für den, wo es nicht reicht. Also gerade wenn man viel Berge fährt, viel bergauf fährt, dann macht das auf jeden Fall Sinn, dann einen noch größeren Akku zu nehmen. Die Akkugröße ist je nach Rahmengröße konfigurierbar. Also es gibt verschiedene Akkugrößen. Also je nach Rahmengröße kannst du das Rad entweder mit einem 960 Wattstunden Akku konfigurieren oder halt nur maximal mit einem 720 Wattstunden Akku. Optional gibt es dann aber noch ein 470 Wattstunden Range Extender. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, womit du dein Rad dann quasi ausstatten kannst. Oder sagst einfach, ach, ich kaufe mir zwei Akkus für das Rad, wenn ich wirklich so viel fahre und probierst es erstmal mit einem Akku aus. Das wäre auch eine Möglichkeit. Also Reichweite, klar, ist immer ein Thema. Ich habe keinen Schimmer, wie weit wir jetzt mit diesem System kommen. Beim Bosch-Akkusystem ist es so, ja, selbst da kann ich es nicht genau sagen. Wir sind mal, kann ich aus meiner Erfahrung heraus sagen, wir sind mal mit einem 750 Wattstunden Akku fast 100 Kilometer weit gekommen. Gibt es auch ein Video auf diesem Kanal. Ist jetzt für dieses Rad nicht so wichtig. Aber dann hat man mal so einen Anhaltspunkt. Also 960 Wattstunden, das ist schon echt ein ordentlicher Akku, wenn ich überlege, dass wir vor 5 Jahren, noch nicht mal 5 Jahre her, dass wir da den größten Akku hatten, der 400 Wattstunden hatte. Und damit sind wir auch ausgekommen. Ja, soll ich das machen? Soll ich die Ladebuchse vorstellen? Ja, mach mal. Vielleicht. Ja, Ladebuchse, ganz toll. Also richtig massiv und richtig stabil. Auch hier ist sie auch verschraubt. Das heißt, wenn da mal irgendwas passieren sollte oder so, und vor allem auch gut geschützt gegen Schmutz und Dreck, also man hört auch schon richtig, das knallt hier auch richtig rein, da ist richtig Widerstand drin, gefällt mir richtig gut.
was ich wichtig zu erwähnen finde, ist, gerade wenn man sich so einen simplen Rad mal anguckt, so, es sind auf jeden Fall viele kleine Details vorhanden, die man aber vielleicht gar nicht auf den allerersten Blick sieht, warum man auch sagt, so ja, darum ein Simplon, weil Simplon ist schon, das ist eine kleine Schmiede in Österreich, direkt am Bodensee, und da wird mit viel Liebe zum Detail gearbeitet. Und ich finde auch so Integration von einer Ladebuchse, finde ich zum Beispiel ganz spannend. Wenn wir uns den Rahmen angucken, also Simplon ist bekannt für Carbonräder. Hier haben wir einen Carbonrahmen, auch das macht das Rad dann wieder einen Ticken leichter. Und dann haben wir hier voll integrierte Züge, also die ganzen Leitungen und Züge und Kabel laufen hier oben in den Steuersatz rein. Und somit hast du, wenn du das Rad von vorne dir angucken würdest, eine absolut cleane Optik. Das finde ich zum Beispiel wirklich immer gut gelöst, wenn wir uns so einen simplen Rad anschauen. Also immer ist es nicht so, weil hier steht das Steamer. Da laufen die Züge hier von außen in den Rahmen. Jetzt kann man sich natürlich darüber streiten und sagen, ja, das ist aber viel mechanikerfreundlich. Ja, aber das Auge fährt auch mit. Und ich finde, wenn so ein Rad da steht und du siehst keine Züge, keine Leitung, kein Nichts, das sieht einfach aufgeräumt aus. Auch wenn man hier das Rad aus der Fahrerposition sich anschaut, ist es einfach eine super aufgeräumte Optik. Haben wir gerade eben schon gesehen. Und auch hier ist so ein kleiner Gummilappen als Spritzschutz, damit das Gelenk bzw. hier der Freiraum so ein bisschen geschützt wird, finde ich zum Beispiel auch super gut gelöst. Genauso wie hier im Hinterbau sind hier so kleine Edelstahl-Applikationen. Erstmal macht das optisch was her, aber es schützt auch immer deinen Hinterbau, weil gerade wenn du mal wirklich durch lehmigen Boden fährst oder so und es klebt alles am Reifen, dann scheuert das ja auch am Hinterbau. Und dann kann sich so ein Reifen auch mal im Hinterbau verewigen oder halt die Spuren von dem Dreck, die können sich im Hinterbau verewigen, was dann nicht so materialschonend ist. Hier ist ein Edelstahlschutz drauf, das finde ich ist gut gelöst. Oder was heißt Edelstahl? Ich sage die ganze Zeit Edelstahl, das ist Edelstahloptik. Ich vorrate. Das könnte auch Aluminium sein, also nagelt mich da bitte nicht drauf fest. Ich habe es jetzt nicht geprüft, ob es Aluminium oder Edelstahl ist. Ich finde aber, das sind viele Details und auch ich habe wahrscheinlich das ein oder andere Detail noch gar nicht entdeckt, wie zum Beispiel hier oben die Lüftungsschlitze am Steuerkopf. Ja, was alles so Dinge sind, was so ein Simplon-Rad dann hinterher ausmacht, wie durchdacht das ist und was letztendlich auch für eine lange Lebensdauer sorgt. Und langlebig ist auch das gesamte Antriebskonzept, weil du siehst das hier schon, hier ist ein Gates-Carbon-Zahnriemen drauf, der automatisch gespannt wird und auch immer optimal auf Spannung gehalten wird, das ist erstmal besonders wartungsarm. Also der Gates-Carbon-Zahnriemen sowieso. Dann, dass das Ganze über eine Spannrolle auf Spannung gehalten wird, sowieso. Also das ist optimal. Muss natürlich auch so sein, weil der Hinterbau ist gefedert. Das Ganze muss sich also auch bewegen können. Darum dieser Automatikspanner. Und dann haben wir hier ein 12-Gang-Getriebe. Und das ist noch nicht alles. Also hier sind 12 Gänge voll integriert in Kombination mit einem Mittelmotor. Und das macht das Ganze auch sehr besonders. Das gibt es so am Markt noch gar nicht. Das ist aus dem Hause Pinion. Pinion hat das entwickelt. Und das ist mit eins der gefragtesten Antriebskonzepte. Aber wenn man sich das Ganze anguckt, es ist auf Langlebigkeit ausgelegt. Gerade, wie ich schon sagte, mit dem Zahnriemen. Aber auch jeder Mountainbiker, der wird es kennen. Wenn hier hinten noch ein Schaltwerk ist, noch eine Kassette. Erstmal haben wir am Hinterbau noch ein bisschen mehr Gewicht. Und zudem haben wir hier nicht ganz so viel Bewegungsfreiheit. Oder ich könnte auch sagen, jeder Mountainbiker, der schon mal in den Bergen unterwegs war, dem das Rad vielleicht mal umgekippt ist, der weiß das. Schaltwerk verbogen. Das ist die eine Sache, dann lässt man es nochmal richten, aber erstmal ist die Schaltung verstellt oder halt im blödesten Fall bricht das Schaltwerk ab. Ich habe letztens mit jemandem gesprochen, ich sage, ja, also ich fragte nämlich, habt ihr eigentlich auch Fullies? Ich sage so, ja, wir haben auch Fullies. Und dann haben wir so über das Webcon Pinion P-Max geschrieben und dann, das war aber noch nicht bekannt. Dann habe ich das so ein bisschen erzählt, wie das ganze Antriebskonzept aussieht, wie das gemacht ist und so weiter. Dann sage ich so, du kennst das ja bestimmt auch, ne? Schaltwerk ist dir doch bestimmt schon mal abgebrochen oder Schaltauge abgerissen. Dann sagt sie, ja,
ist schon mal passiert, war sehr ärgerlich, mussten wir dann neu kaufen, aber erstmal ein neues zu finden auf die Schnelle, wenn du mit deinem Rad im Fahrradurlaub bist, das ist natürlich dann schon eine Herausforderung. Das kann dir in diesem Fall nicht passieren, muss man halt vorher wissen. Jetzt habe ich mal das Steamer daneben gestellt und hier hast du es dann nochmal ganz klar und deutlich. Also wenn man hier mal guckt, wie wenig Bodenfreiheit wir hier haben und wir sind jetzt im relativ kleinen Gang. Das heißt, je weiter runter wir gehen, je weiter kommen wir auch nach außen mit dem Schaltwerk. Und das ist in dem Fall beim Pinion Repcon P-Max halt gar nicht vorhanden und somit ist das Ganze deutlich wartungsärmer und pflegeleichter auch. Das Thema mit dem Verschleiß oder mit dem Abreißen vom Schaltauge oder wer weiß was, das kennt jeder, der Kettenschaltung fährt. Ich will die Kettenschaltung auch gar nicht immer schlecht reden. Es kommt halt einfach nur darauf an, was du mit dem Fahrrad machst. Und wenn du wirklich viel im Gelände unterwegs bist und gerade auf harten Strecken unterwegs bist, dann ist mehr Bodenfreiheit immer besser als zu wenig Bodenfreiheit. Was auch ein Mitgrund ist, warum man sowas macht oder machen kann. Ich habe da mal mit einem professionellen Mountainbiker drüber gesprochen. Ich sage, was hältst du von dem Antriebssystem? Und der hat mir erzählt, naja, allein die Gewichtsersparnis vom Hinterrad, die sorgt einfach dafür, dass du einen viel besseren Schwerpunkt hast als beim Rad mit einer Kettenschaltung. Das mag vielleicht so sein, dass es bei jemandem, der im Wettkampf fährt oder auf sehr professioneller Ebene unterwegs ist, dass es da eine sehr, sehr große Rolle spielt. Aber letztlich ist es ein Punkt, den man mit berücksichtigen kann. Und das ist auch das, was sich Pinion dabei gedacht hat. Gewichtsersparnis, Verschleiß, wartungsarm ist es auf jeden Fall auch. Weil ein Riemen, der braucht auf jeden Fall kein Kettenöl. Sorgt somit auch wieder für einen sauberen Antrieb. Das kann man auch dazu sagen. Und die 12-Gang ja, Tretlagerschaltung, Nabenschaltung, Motor-, Getriebeeinheit, die benötigt letztendlich nur einen Ölwechsel alle 10.000 Kilometer oder einmal im Jahr. Und so ein Ölwechsel dauert letztendlich 10 Minuten, zumindest sagt der Hersteller das. Müssen wir mal ausprobieren, können wir auch mal ein Video drüber machen. Also Kanal abonnieren macht immer Sinn, weil da zeigen wir dann auch mal sowas. Ja, zum Antriebskonzept kann ich noch mehr erzählen. Auch, dass wir zum Beispiel, dass wir hier einen 85 Newtonmeter Motor haben. Auch da kommt dann immer mal die Frage, ist das vergleichbar mit einem Bosch Mittelmotor, Bosch Performance Line CX Mittelmotor? Und ich würde sagen, auf jeden Fall ist es vergleichbar vom Drehmoment. Das kann man auf jeden Fall so sagen, ja. Ja, so habe ich erstmal eine ganze Menge zu diesem Rad erzählt. Wenn du Fragen hast, ab damit in die Kommentare. Wenn du überlegst, ob du dir sagst, alles klar, ich möchte mir so ein Fahrrad kaufen. Ich könnte mir das vorstellen, so ein Rad zu kaufen. Ich muss das aber mal ausprobieren, dann bin ich voll und ganz bei dir. Also hier, gerade mit diesem Antriebskonzept, es ist recht neu am Markt. Also vorgestellt wurde es vielleicht schon vor längerer Zeit, aber dieser Rollout, dass es wirklich auf die Straße kommt oder ins Gelände, in den Bikepark, wo auch immer hin, da ist es recht neu. Und darum ist meine Meinung da auch wirklich, ab zum Fahrradhändler, Probefahrt machen, ausprobieren, im besten Fall ausmessen lassen, Fahrradberatung und wirklich gucken, passt dieses Konzept zu dem, was ich mit dem Fahrrad machen möchte. Es ist ein cooles Konzept, gar keine Frage. Es gibt aber auch sämtliche Alternativen, kann man auch ganz ehrlich sein. Wir sind jahrelang mit einer Kettenschaltung gefahren. Es gibt schöne Nabenschaltungen. Es gibt so viele Möglichkeiten und für jeden die richtige. Und damit du das richtige Rad findest, darum starten wir immer mit der Vermessung. Gehen danach ein paar Fragen durch, sodass du auch wirklich die Sicherheit hast. Und dazu bekommst du sogar eine Fahrspaßgarantie. Darum mein Tipp, komm einfach zu uns nach Jadaberg und dann sprechen wir zusammen. Ja, kurz vor Ende fällt mir dann auch auf, dass wir hier eine Dropper-Post haben. Habe ich natürlich vorhin so schon gesehen. Ganz kleines Detail, so nebensächlich. Gar nicht erwähnt. Ja, kann jetzt die Vorteile davon, also jeder Mountainbiker, der weiß, wofür man eine Dropper-Post braucht, da bin ich mir ziemlich sicher. Oder sagt, oder er hat einen Grund, warum er keine hat. Sagt, brauche ich nicht. Aber ich finde es alleine schon praktisch zum Aufsteigen. Also wir verkaufen ja auch die ein oder anderen Citybikes. Und da bauen wir dann auch mal eine Dropper-Post ein.
Das kann schon mal passieren. Aber beim MTB hat es natürlich einfach den Vorteil, wenn du damit bergauf fährst, dann kannst du wirklich ganz normal in deiner optimalen Sitzposition pedalieren. Und wenn du mit dem Fahrrad wirklich bergab fährst, dann hast du einfach unheimlich viel Bewegungsfreiheit, wenn du den Sattel ganz nach unten fährst, und kannst halt einfach auch nochmal dein Körpergewicht verlagern und dementsprechend mit dem Fahrrad arbeiten. Also mir fällt nichts weiter ein zu diesem Fahrrad. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr cool, gerade auch in dieser Farbkombination. Und falls du noch Fragen hast, ab damit in die Kommentare. Kanal abonnieren nicht vergessen. Und ja, wenn du deine Kommentare geschrieben hast, dann können wir die auch in einem weiteren Video mit aufnehmen. Das machen wir. Und Daumen hoch da lassen, nicht vergessen. Und danke fürs Teilen der Videos, kann ich auch mal sagen, weil das habt ihr in den letzten Wochen sehr, sehr gut gemacht. Wir können das ja immer sehen. Und ja. Ja, vielen Dank auch mal an dieser Stelle. Darum weiter so. Also.